So. So, willkommen zurück auf der NF Marsch beim Duell Schwabe gegen Mittelrhein. Auf meinen schönen Kanal Wolfsjauner. Und auf meinen Konkurrenten. Auch am Start. Genau. Hier auch am Start. Moin. Ich hoffe, dass ihr noch immer schön viel Spaß dabei habt, zuzuschauen und zu schreiben. Und ich warte immer noch auf Hinweise. Ja, bis jetzt. Wahnsinn, ein bisschen Spaß haben unsere Zuschauer mit Hinweisen, aber vielleicht sind wir auch ganz brav und verhalten uns auch gut, ne? Ich glaube, wir sind zu brav. Meinst du? Ja, ich glaube auch. Wir sind im Duell und ich leih mir deinen Trecker, du leihst dir meinen. Naja. Komm auf Kompromisse. Naja. Sagen wir mal so. Ja, schon. Miteinander und gegeneinander. Ja, miteinander, gegeneinander, durcheinander. Eben, weil es hilft ja nichts, wenn jeder für sich alleine, weil man kann sich am Anfang nicht alles leisten, ne? Wenn der andere das dann schon hat. Der Traktor an? Ja, der ist an. Ich höre gerade. Schaffe ich heute in der Folge vielleicht noch jetzt hier mal ein Feld. Jo. Das LU ist heute auch wieder am Start. Genau. Ich muss gerade mal hier eine Einstellung wieder machen. Heute haben wir zwei andere LUler am Start. Übrigens, die hören wir vielleicht dann im Laufe dieser der nächsten oder übernächsten Folge auch mal kurz. Und ja, bis jetzt ist alles noch so ruhig und friedlich bei uns. Ja, genau. Ja, es kam leider auch nicht allzu viele Hinweise zu einem anderen Map für uns. Ich glaube, ihr seid genauso am Raten wie wir. Es gibt tatsächlich nicht wirklich viele. Wir haben uns jetzt mal die Fichtengrund mal rausgekramt. Was haltet ihr davon? Genau, die Fichtengrund. Also ich finde die schön. Ja. Also das sind schön kleinere Felder dabei. Ja, genau, weil hier sind schon, auf der NFM sind halt schon massig große Felder dabei. Und das ist halt oftmals ein Problem, wenn wir halt dann aufnehmen. So 20 Minuten Folgen. Das heißt, wir machen drei Folgen hintereinander. Die kommen dann auch für euch hintereinander, jeden Tag eine dann. Und ja, da machen wir drei Folgen nichts anderes als ein Feld ernten. Oder geschweige denn Steine sammeln oder sowas. Wir werden das alles ja auch mitmachen. Und ist natürlich auf Dauer langweilig. Da kommt nicht viel Duell zustande. Deswegen, gut. Wenn wir jetzt hier bleiben, hätte ich mir natürlich auch gedacht, was man auch machen kann, dass man die Felder sich teilt. Also sich aufteilt, dass man linkes, sondern dass man aus einem Feld zwei Felder macht. Hat ich auch schon die Planung. Wäre ja auch möglich. Aber man muss sich die großen Felder halt erstmal leisten können. Und das ist nämlich das Nächste. Weil die sind ja schon exorbitant teuer, die Felder. Ich weiß nicht, ob das im Norden so teuer sind. Ja, gut, die sind halt auch groß, von der Hektarfläche, ne? So ein kleineres Feld. Kannst du natürlich schon eher leisten, aber. Ach ja. Das Schöne ist, man hat da eine schöne Baufläche auch direkt neben dem LU, ne? Auf der Fichtengrund. Ja. Okay, hast du? Nicht, denn bei der Fichtengrund habe ich schon mal nachgeguckt. Da gibt es wirklich eine Baufläche in der Nähe der LUs. Das LU-Gelände. Okay. Ich guck gerade, wann kommen denn eigentlich unsere Folgen? Ich glaube Samstag, Sonntag und Montag. Samstag, Sonntag, Montag. Das heißt, wir haben jetzt die Samstag-Folge. Die morgige ist dann schon die Osterfolge. Ostersonntag und Ostermontag. Da habt ihr auch gleich was zu tun, ne? Also ich glaube, ich schalte die Kommentare unter dieses Video aus. Wegen? Der 16.04. ist. Ja? Ja. Musst du ausschalten, warum? Obwohl, die Leute schreiben ja nicht so viel. Also ich glaube, sie erschlagen uns momentan noch nicht wirklich. Willst du sagen, dass du da Geburtstag hast, oder was? Nee, danke. Erinnere mich nicht daran. Ich hasse es schon wieder auf Ostern. Ach, ist doch schön. Ein bisschen Ostern feiern. Die Kinder mögen's. Ja, ich feiere ja kein Ostern. Ach so. Ich habe ja auf diesen K-Samstag leider Gottes. Werde ich 33. Ich werde ein Kerzchen für dich anzünden. Wie sage ich immer gerne? Ein Jahr dümmer, ein Jahr älter, ein Jahr dümmer. Ja. Müsste ich ja schon strohdumm sein. Bei manchen trifft das nicht ein. Ach so. Dankeschön. Jetzt fährt er meinen Trecker drumrum. Sehe ich gerade.
Jetzt müssen wir gleich doch einen Kärcher besorgen. Ich kann das Fahrzeug noch nicht dreckig übergeben. Wen willst du übergeben? Dein Fahrzeug nachher. Dreckig? Nee, ne? Einen Kärcher brauchen wir ja, das habe ich auch schon festgestellt. Man braucht ja schon mal das erste Gerät für den Hof. Kommt später. Wohl direkt die Gro- Obwohl, es sind ja auch jetzt wieder die geilen Mods reingekommen, ne? Ja, welche? Die habe ich früher in 19er geliebt, die man aufbauen muss noch. Ach, die Gebäude, die man aufbauen muss, meinst du? Ja, ich fand die immer geil, weil das waren die ersten, die immer alle Multifrüchte zuerst in Update reingehauen bekamen. Jetzt muss ich mal schön meinen Dreck aus dem Weg fahren. Kann mir jemand sagen, warum hier der Hügel im Vorfeld steht? So. Was habe ich in Feld reingestellt? Wer den Hügel hingestellt hat? Ein Hügel? Mitten in mein Feld. Ja, das sind die Maulwürfe. Ah, das sind aber Riesenmaulwürfe. Die sind in meinem Auftrag unterwegs. Naja. Es ist immer was Schönes. Obwohl ich auf das RP auch schon gespannt bin. Ja, kommt auch langsam näher. Auf meinen arroganten, schleimigen Biobauer. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was da kommen wird. Ich bin gespannt, ja. Ey, ich habe lange an der Geschichte gefallen, also mehr kann ich über meine Geschichte. Ja. Die war mal länger, ne? Manchmal ist nicht die Länge. Nee, ich habe das extra ein bisschen runtergeschraubt, weil... Könnte ich fast ein eigenes Buch rausmachen über diesen Bauer. Hm. Das war vielleicht keine schlechte Idee. Wird aber nicht ankommen. Ist derzeit nicht in der Zeit inbegriffen. Okay. Aber in den Drescher könnte man auch mal ein Turbo einbauen, dass er ein bisschen schneller fährt. Bin ich auch manchmal der Meinung. Die 10 km/h sind ja schon arg langsam. Das wird der zweite sein, der irgendwann ausgetauscht wird. Könnte schon ein bisschen früher austauschen. Ich könnte einen schnelleren auch brauchen. Ja, muss ich ja Geld haben für. Ach so. Die nächste schnelle Größe, die ich nehmen würde, also den Drescher werde ich sowieso auch erweitern, um ihn immer wieder an den schönen Schwaben-Player Schwabe zu verleihen. Ja, ich merke schon. Warte, wir haben jetzt 4030. Ja, könnte dann bald der New Holland dazukommen. CH7.70. Sobald ich das Geld habe. Hast du eine kleine Drescher-Vertretung auf, oder was? Ja. Irgendwo muss ich doch auch Geld einbringen. Dann bist du nachher der Drescher-Vermieter fürs LU, oder wie? Nee, nur an dir. LU kann sich selbst einleisten. Nur für mich, ja. Irgendwann gerade, den wir dann selber kaufen können, du. Jetzt geht es irgendwann richtig ins Geld hier. Naja, ist ja dein Geld, nicht meins. Richtig. Jetzt weiß ich noch nicht mal in Auftrag, ob ich da jetzt mit oder ohne Gerätschaften gemacht habe. Hast du die schon ein bisschen wegfahren da, die Gerätschaften? Nee, ich mache jetzt das Feld fertig, dann mache ich die Gerätschaften. Okay. Damit ich wahrscheinlich das LU hier drauf absehen lassen kann. Aha. Okay. Sobald ich dann meinen Auftrag da oben anfahre. Weil es sei denn, die kosten direkt 30 Millionen. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier Pflügen eigentlich sein muss. In dem Feld. Also, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe nicht gemulcht. Okay, das heißt 5% Abzug. Ja, 5% plus. Minus bei mir. Bei dir Minus. Ach, ich hab jetzt eine. Ach, weil. Ach ja, wir spielen ja, noch ein Weilchen.
Ich habe jetzt auch endlich mein Gerät gefunden, womit du Baumstümme und gleichzeitig ein Feld erstellen kannst. Das ist sogar im Spiel schon integriert, ohne Mod zu aktivieren. Integriert, meinst du? Ja, bei der Forstmaschine ist ja schon bei. Aha. Was ist der? Komm, ich verrate es dir mal. Was macht er? Der macht die Baumstümme weg und erstellt direkt Feld. Mit. Du kannst ihn direkt mit dem So eine Feld machen. Baumfräse oder was? Ja. Aber er macht die Baumstümpfe. Also muss ich erstmal gefällt haben, dann macht er die. Genau. Ah ja, okay. Wenn du hier unter Forstdinger geht, ja, wo sind die denn, die Forstwald? Also eins hätte er scheint bitte auch mal hier einbauen können, eine Suchfunktion. Ein paar Manchmal wäre das nicht schlecht, da hast du recht. Ja, ach, da unten steht doch die Forst. Das ist der. Oder Zusatzgeräte oder? Pinto-Raptor 300. Ein Raptor, das hört sich aber komisch an. 300. Da brauchst du nur noch die M650 von Pinto. Und damit erstellst du das Feld. Kannst es, wenn du rückwärts fährst, ist das auch direkt mit gepflügt. Welcher ist das? Der SF900 oder was? Der. Prinot oder Genau, wie? Primo. Genau, Raptor 300. Raptor 300, das sehe ich ja gar nicht. Horst. War ich gerade? Ist das ein Selbstfahrgerät oder? ist ein Selbstfahrgerät. Ach jetzt, ich habe bei den Anhängern geguckt. Und der andere brauchst du dann auch. Den baust du vorne an, fährt 12 km/h. Echt schnell. Ja gut, schneller als der Drescher hier. Und du kannst mit ihm vorwärts fahren, dann reißt er die Wurzel, macht er die Wurzel weg und reißt das Mulch so ungefähr, kann man sagen. Ach, der da hinten, der Raptor 300. Aha. Ja, könnt ihr alles am Samstag sehen. Das ist echt saubere Arbeit mit denen. Ah nee, ich glaube, das kommt erst später. Habe meine Folgen auch nicht mehr im Griff, oder Blick. Energie, nein, ich suche was anderes. Tools. Ach, da. So, haben wir das auch gleich geschafft hier? Ja, genau, ich fahre extra tief rein und setze die Kärcher ganz am Anfang. Das ist immer das Beste. Jetzt wollte ich mal kurz gucken, wie sieht denn das mit dem Feld hier aus? Muss gepflügt, muss gekalkt. Gemulcht ist es dann. Hey, das sieht ja noch kunterbunt aus, das Ding. Was sieht kunterbunt aus? Das Feld. Ein Teil jetzt ist ein bisschen grün, ein bisschen lila, also sind sämtliche Farben vertreten. Lila heißt, dass es gemulcht ist. Das ist gemulcht ist, okay. Und dann gibt es noch so ein komisches, dunkleres Lila heißt, es ist gepflügt. Und rot heißt, es muss gepflügt Aber werden. Steine gibt es ja eigentlich immer erst, wenn man pflügt, oder? Blühen und grubbern. Und ich glaube, die Scheibenecke könnte was hochziehen. Aber Aber wenn das ich habe ich. direkt Saat mache? Nee, dann brauchst du nicht mehr flieren, dann hat der direkt alles drin. Oder nimmst du einen Flachkruppler. Damit ist er dann direkt bereit. Ja, aber mit einem Direktsaat brauche ich ja weder noch, ne? Ja, weder noch. Außer die Walze irgendwann. Die Balze dann. Aber erst nach dem Ansehen, Genau, logischerweise. nach dem Ansehen, was 2,5% glaube ich erbringt. Die Walze könnte ich mir auch noch Wir haben ja gesagt, kaufen. während ich einen Auftrag mache, kann ich das LU auch helfen lassen, ne? Genau. Du musst nur den Auftrag selber machen. Aber dann muss ich mein Zeugs zur Not selber abfahren. Genau. Also Weil du dann einen Scherz. Helfer hast. Weil dann habe ich schon Helfer. Okay. Meine Güte, ist der schon runtergekommen. Ah, nee, ja, nee, das kann jetzt der Trecker oder der Anhänger sein. Einer also sieht nach dem Anhänger aus, dass der schon sehr runtergekommen ist. So. So, ich bring dir jetzt was wieder. Du bringst mir was wieder? Was bringst du mir? Ja, dein Flachgrubbler, dein Traktor. Ach, du bist schon fertig. Ja. Gut, ich bin auch gerade fertig geworden mit dem Abdreschen. Jetzt würde ich echt interessieren, aber nee, ich glaube nicht, dass ich mir das. Doch. Achso, wir haben noch. Ich
dachte gerade, nee, geht ja natürlich nicht. Wir haben noch Dings eingerichtet, LU, ne? Ich dachte, wenn ich jetzt hüpfe, vielleicht komme ich in den geliehenen Drescher Dinger rein. Ah, der müsste schon gespawnt sein. Ich fahre jetzt gleich sowieso meine Maschinen weg. Kann sein, dass entweder die Maschinen noch nicht oder du hast ohne Gerätschaft gemietet. Ich glaube es fast ohne. So, wo musste das jetzt nochmal hin? Sorghumhirse. Also ich habe mal festgestellt, dass das nicht mehr piept. Also, boah, hier hast du wirklich Performance-Einbrüche, sehe ich gerade. An bestimmten Stellen. Okay. Depot. Wo ist das Depot nochmal? Ach nee. Ich glaube, der Big M hat keine Zapfwelle. Ich habe meine Abkürzung nicht mehr gefunden. Mal eben gucken. 41, warum ist ein Ausrufezeichen? Ja, ich weiß, ich finde mich auf dieser Karte niemals zurecht. Die ist viel zu groß. Ja, klein ist sie nicht. Klein geht anders. Das ist richtig. Achso, jetzt weiß ich, hat es da noch den Weg? Ich hoffe, den gibt's noch. Welchen? Ach, da hinten hoch. Zur 19er gab's den da noch. Kann sein. Mal schauen. Vorteil für die Leute, die die NF Marsch schon im 19er gespielt haben. Mhm. Aber eins kann ich schon mal sagen. Es ist eine schöne Karte, aber ich würde sie niemals spielen wollen. Multi macht die schon Spaß. Mit vielen Leuten. Ja, tatsächlich, die haben das abgebaut. Oder? Soll ich den Traktor nachher am Feld hinstellen? Ja, gerne. Ich bringe ihm deinen Flug noch, dein Gruber mal eben noch weg. Der hat das abgebaut. Ja, supi. Jetzt kann ich wieder umdrehen. Da komme ich ja trotzdem hoch. Ne. Nicht mit meinem Trecker. Stimmt, ja, das ist ja deiner. Okay, also wieder zurück. Ja. Sauerei. Da war eine Auffahrt. Die gibt's nicht mehr. Ja, schöne Karte, schöne Wege, die dann verschwinden wo plötzlich. Ja. Berg abreißen, Straße wieder hinlegen. Geht nicht, da ist jetzt ein Graben dazwischen. Aber ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ja, ist doch unmöglich mit mir. Ich fahre so gerne andere Wege als die, die man einfacher gehen kann. Weißt du, einfach kann jeder. Naja, ich mach's kompliziert direkt. Also eins kann ich dir sagen, wenn du mit Ölrettich arbeiten möchtest, ne, musst du dann tatsächlich einen Monat warten, wenn du ihn einsehst. Also mit Tagen, dass ein Monat dann ein, zwei Tage geht. Muss irgendwann wieder rausgefixt worden sein von denen, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich am nächsten Tag direkt unterfliegen konnte. Okay. War das hier der Weg? Das kann ich ja untergrubbern, ne? Ja, ja, Ulrettich kann untergegrubbert werden. Und das kann ich ja, wie du mal gesagt hast, gleichzeitig machen. Mit der Direktsaatmaschine. Genau. Grubbern und gleich wieder ansehen. Genau. Also wenn du Ulrettich drauf gemacht hast. Das ist also mit Direktsaat ist Ulrettich die perfekte Arbeit. Ich wechsle mal ganz kurz ins LU. Naja, mach mal. Hi, LU. Hallo. Ich hätte mal geschwind eine Frage. Ja, bitte. Feld Nummer, wo ihr gerade drauf seid.
Das 34er. Ja. Wenn wir da Ölrettich ansehen wollten, was würde denn das ausmachen, kosten? Oh. Ich weiß, ihr seid neu im LU. Erstes Mal LU. Herzlich willkommen übrigens, ne? Danke, danke. Euch zwei. Ja. Ihr könnt ja vielleicht mal gucken, was das kosten könnte. Nicht zu teuer machen, schönen, guten Preis machen. Also die Preise, die hier im Game drin sind, die sind exorbitant. Dann nehmen wir die doch. Ja, dann wird er den Auftrag nicht kriegen. Warte mal, wo sehe ich denn das jetzt? Ich habe keinen Plan. Weiß es nicht. Es hat uns keiner gegeben. Also die Praktikanten sollen hier wieder alles machen. Keiner gibt uns irgendwelche Preise. So sind sie, ne? Also ganz ehrlich, wir sind echt schlechte LUler. Ja. Ihr könnt ja mal gucken. Wir arbeiten. Wir sind zum Arbeiten da, nicht zum. Wir sind hier um zu lenken, nicht um zu denken. Ihr könnt ja mal gucken, ne? Könnt ihr mich ja mal informieren. Ja, okay. Ja. Bis dann. Ciao. So. Ja, guten Tag. Tachchen. Jetzt habe ich sie vor schwierige Aufgaben gestellt. Wieso? Ich habe sie nach einem Preis gefragt. Das ist natürlich gemein, ne? Weil zwei neue, die jetzt noch nie da waren, und ich habe schon gesagt, also den Hauspreis, den die Karte hier vergibt, den können sie vergessen, weil das ist mir zu teuer. Das hatten sie schon beim ersten Mal nicht gekriegt, das hat sich da nicht gelohnt. Da wirst du Verlust machen. Jetzt bin ich mal gespannt. Du fährst gerade noch zurück, ne? Ja, ich komme jetzt gerade. Dann können wir den. Also, du wolltest jetzt den Trecker noch kaufen oder nicht? Nee. Gut, dann werde ich ihn nämlich austauschen. Lass mal, nimm ihn nicht. Kannst ihn verkaufen. Soll ich ihn hier auf dem Feld stellen? Den Traktor? Ja. Ja, gerne. Ich muss jetzt sowieso warten. Oder bringst du, ich muss ein bisschen meinen Trecker bringen. Ich bin fast da. Ja. Dann können wir sie wieder austauschen. Oh, ich liebe Toffifee. Ja, die mag ich auch, ich habe bloß keine. Oh, ich habe zwei gekauft beim Globus. Oh, ey. Ja, 99 Cent. Das ist günstig. Das Dumme ist bei mir, die Dinger, die halten die lang. Bei mir auch nicht. Sind sie da, sind sie weg, sage ich immer. Also, das sind immer viel zu klein, egal wie groß das ist. Riesen Monsterpackung ist trotzdem zu klein. Geht gar nicht. Und es geht auch nicht, wenn man sagt, ich esse mal eins oder zwei. 6,09 Hektar. Ist ein Feld. Ja. Das ist größer als die 73? Siehst du mal. Und ich habe nichts gemacht. Das ist Standard. Ich habe sie nicht ausgebaut noch. Ach, da stehst du. Sehr schön. So, einmal Treckertausch. Schau mir den Boden an, wie schön der ist. So, ich lasse ihn mal laufen noch, ne? So, tschüss. Ciao. Petro, du musst leider von uns gehen. Du bist zu schlecht. So, Och, nee. Ich muss mal eben hier was ausmachen, das geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Alle Respekt für Leute, die mit Autodrift arbeiten können. Ich kann's mit dir nicht. Autodrive, ja. Ja, doch, es hat schon was. Ich schaffe jetzt gerade mal Crossplay zu arbeiten. Jetzt muss ich echt überlegen. Ich wäre aber das schon recht. Hm? Ich sagte, eigentlich wäre mir das schon recht. Womit? Ja, wenn die Kollegen das machen würden. Da könnte ich mich. Einen immer... wunderschönen. Ja, Dito. Muss sagen, also wir können dir das ansehen, kein Problem. Ja. Aber über Preise habe ich keine Information. Okay. Das heißt, dann müsstest du wirklich das nächste Mal mit den anderen reden. Das ist natürlich das kann natürlich ein Himmelfahrtskommando werden. Aber wisst ihr was? Macht's. Okay, wunderbar. Machen wir. Ja. Dankeschön. Ja, Dito. Ciao. 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 Oh je, ich sag dir, ich hab die Katze im Sack gekauft. Ja, aber es ist, glaube ich, günstiger, als wenn du jetzt eine ganze Sämaschine kaufst. Ja, das habe ich mir halt auch überlegt. Ja. Das war die Alternative. Das muss ich mir aber hier aufschreiben. Weil die günstigste, die man kaufen kann, sind 3 Meter.
Und das auf diese Felder? LU. Och, die Zeit ist um. Schon wieder, ey. Hey, Andy, sei still. Würde dich ansehen. So, Leute, ne? Ich würde mal sagen, auch wenn der Franco noch was aufschreibt, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Ja, ich sag mal, ciao, ciao. Ja. Macht's gut.